Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hier ist euer Fritz Meloni. Ich will euch schon mal so ein bisschen darauf einstellen, auf das, was vielleicht auf euch neu zukommt. Der Fußballmanager 17. Ich habe ja jetzt insgesamt 3 Projekte am Laufen. Das ist im Moment noch der FM 13, der allerdings auch schon aufgepimpt war, ne, und so mit vielen Sachen. Und das ist jetzt auch hier der FM 13 noch, nur ich will euch schon so ein bisschen vorbereiten. Ich werde ja dann in Zukunft wirklich mit dem reinen Fußballmanager 17 spielen, also dem aufgepimpten, wie ihr seht, von fmzocker.de. Ich habe ja auch schon mal gesehen, dass der ein oder andere reingeschrieben hat, das Meloni, wie hast denn das alles gemacht? Also ich habe gar nichts gemacht, sondern ich bringe das nur ins Spiel mit rein. Wenn, dann habe ich das von fmtrikos.de oder wie die heißen, dann von Zocker hier und von vielen anderen, die solche Fanfiles oder wie man die nennen soll, hier mit mühevoller Arbeit erstellen, und ich nutze das halt nur. Ich suche immer im Internet danach, um irgendwas aufzupimpen, und ich selber mache da aber gar nichts, ne? Also ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Leider schreibe ich mir das nicht auf, sondern ich mache das einfach rein, wenn es mir gefällt, und dann ist gut, ne? So, und jetzt gehen wir natürlich hier in unseren Manager rein. Jetzt muss ich erstmal gucken. Einstellungen. Ja, da ist alles soweit okay. Ich muss ja hier ins Spiel weiterspielen. Zuletzt gespeichertes Spiel oder laden könnte ich auch gehen, damit ich hier auf Hansa Rostock komme. Ihr seht, also in dem 13er spiele ich tatsächlich auch nur mit diesem einen einzigen Spiel. Und dann laden wir das Ganze und dann sind wir gleich in der Folge 502. Ja, man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe gar nicht drauf geachtet bei der Folge 500. Ich glaube, einer von euch hat das auch angesprochen, das wie so ein Jubiläum. Hätte ich eigentlich was machen sollen, aber habe ich jetzt leider vergessen. Also wie gesagt, 3 Projekte habe ich im Moment. Das ist der, also FC Hansa Rostock hier. Dann habe ich mit FIFA 17 Sheffield United. Und mit FIFA 17 habe ich jetzt noch The Journey, ne? Und wenn hier die Saison durchgespielt ist mit Rostock, also diese Saison, die Saison 22-23, dann stelle ich erstmal dieses Projekt kurzfristig ein. Das wird dann irgendwann wiederkommen, also da braucht ihr keine Angst haben, also das wird immer weitergehen. Aber dann stelle ich das erstmal zurück und dann widme ich mich erstmal Sheffield United mit FIFA 17 und The Journey. Und bereite dann den FM 17 soweit vor. Ich denke, das wird so Anfang November sein, dass ich dann mit dem FM 17 mit was ganz Neuem starte, wo ihr dann auch dran beteiligt sein könnt. So wie ihr jetzt seht in FM 13 hier, also mit FC Hansa Rostock, habe ich jetzt das Grafikpaket hier mit eingebaut. Und ja, nochmal einen schönen Gruß an Stefan Schmidt, der mir Bilder geschickt hat. Kevin Prinz ist extrem sauer, dass sie beim letzten Spiel seinem Bruder Jerome. Das wäre echt super gewesen. Ich habe mich lange auf dieses Spiel gefreut. Ja, das war auch nochmal was, was ihr mir gesagt habt. Ihr habt mir auch mitgeteilt, Mendes Meloni, der gute Kevin Prinz Boateng, der hat sich letzte Saison so reingehauen, und jetzt, da du den Königstransfer mit Aftejai gemacht hast, ist der so ein bisschen von dir ausgebotet. Ja. Was soll ich dazu sagen? Einer kann nur spielen und im Moment ist Aftejai in einer hervorragenden Form. Und da ich das Prinzip, der Bessere möge spielen, immer gehalten habe, außer wenn ich an solchen Spielern festhalte wie Patrick Weihrauch zum Beispiel, ja. Ja, Patrick Weihrauch, ich habe hier versucht, neue Bilder einzufügen. Das hat wohl hier nicht funktioniert. Werde ich mich aber nochmal dran machen. Ich habe da auch Bilder von Stefan Schmidt gekriegt, die könnte ich auch einfügen. Aber, ja, machen wir mal ganz soft, ne? Okay, gut. Musste mal kurz wegdrücken, musste mal ein Hüsterchen loswerden hier. Das müsst ihr euch ja nicht anhören. Und, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter und schauen uns dann das nächste Spiel an. Wir hatten gegen Werder Bremen, da gab es ja eine rote Karte. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie wir gespielt haben. Ich muss mal ganz kurz in die... Weil, wenn du jetzt mehrere Projekte hast, verlierst du so ein bisschen den Überblick.
Liga-Ergebnisse, gucken wir nochmal kurz rein. Ja, wir haben 2:1 gewonnen. Halbzeit stand es 1:1 und die Tore haben Kevin Seitz und Christopher Kramer gemacht. Okay, wir stehen auf Position 3 mit 11 Punkten. Das heißt, wir sind eigentlich wieder im Soll, was die Meisterschaft betrifft. Und ihr habt es ja auch schon gesagt, Smiloni, am Ende könnte das sogar der Tabellenplatz sein, den du bekleidest. Wer mich aber kennt, weiß, dass ich natürlich so ehrgeizig bin. Ich möchte hier natürlich für euch gewinnen. Ne? Also ich denke mir mal, da gebt ihr mir recht. Ne? Also ich will schon die Meisterschaft und auch das Champions League, den Titel will ich auch verteidigen. Ne? Okay. So, liebe Freunde, sechster Spieltag ist angesagt. Wir sehen hier das Topspiel. Stuttgart, der Sechste gegen Schalke mit unserem alten Freund Marc Reimann. Und ich will das hier nur mal ganz kurz für mich notieren. Sechster Spieltag. Ja, was mir auch aufgefallen ist, das wollte ich auch noch mal kurz ansprechen an der Stelle, dass natürlich dieses Let's Play hier der FC Hansa Rostock nach wie vor in der Beliebtheitsskala, was die Likes und was die Klicks betrifft, sehe ich natürlich, ist immer noch euer Hauptprojekt. Deswegen spiele ich das jetzt auch erstmal diese Saison weiter. Und wenn ich dann mit dem FM14 was Neues beginne, werde ich euch natürlich auch mit involvieren. Also dann kriegt ihr die Möglichkeit, da auch mit einzusteigen, mir zu sagen, mit welcher Mannschaft. Dann macht man eine richtige Wahl. Und dann werden auch wieder ein, zwei Jugendspielerplätze verlost. Also das machen wir schon alles. Und dieses Projekt wird dann nach dieser Saison erstmal, ich nenne es jetzt mal, in die Ahnengalerie gestellt, ja, in die Ecke, ne? Was aber nicht heißt, dass wir es nicht irgendwann wieder rausholen. Und ich finde es sowieso schön, wenn man solche Projekte immer euch offen lässt. Also dass man immer wieder sagt, man kann darauf zurückgreifen. Ich werde dann, wenn ich andere Projekte wieder mal beendet habe, auch dann mal so ein Projekt wieder aufrufen. Ne? Und das soll so eine Never-Ending-Geschichte werden für euch. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal das Team an und machen mal die Mannschaftsaufstellung. Und ja, jetzt schaut es euch mal an. Donis Avdija hat hier eine 15. Kevin Seitz hat eine 14. Der ist im Moment auch nicht aus dem Team raus zu denken. Also es ist schon schwierig, da jetzt so Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel einen Kevin Prince Boateng mit einer 8, der ja richtig sauer ist, da wieder reinzubringen. Und dann wurde mir auch gesagt, Jules Oliver Nitschan wird von dir auch hier völlig falsch eingesetzt. Das sind so die Punkte, die ich mir gemerkt habe. Dann Joel Poyampalo sollte ich umbenennen, Spitzname festlegen. Und da wurde mir gesagt, Danger, das wäre jetzt so der aktuelle Name, den man ihm gegeben hat. Ich will mal gucken, ob man das sogar das mit Andro. Ja, Danger, genau. Danger wird ja mit G geschrieben. Wie gefährlich. Und dann machen wir das doch mal. Führen wir das doch mal aus. Ja, Poyampalo, auch so ein bisschen in Ungnade gefallen bei mir. Der gute Weihrauch ist noch verletzt. Das sind alles so Sachen. Benno Schmitz. Ja. Ole Fleck jetzt auch schon mit einer 14 hier. Also der versucht hier gerade den guten Ronny Markus, der aber noch mit einer 13 recht gut dasteht, anzugreifen. Also es entsteht so ein Umbruch in der Mannschaft. Wenn ich Johannes Brinkies mir angucke, Fritte Brinkies, ich hoffe, den Spitznamen haben wir da auch noch. Fritte. Ich meine, ja, genau. Der macht im Moment wirklich. Ich muss fast sagen, wenn Blachodimos wieder zurückkommt, dann will ich auch Brinkis hier noch eine Chance einräumen, weil er jetzt in eine tolle Form spielt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Soll ich jetzt nur nach Leistung gehen? Soll ich jetzt
auch verdiente Spieler einfach wieder einsetzen? Ich weiß es nicht. Also da bin ich so ein bisschen teilweise auch, ja, ich will nicht sagen überfordert, aber das Leistungsprinzip ist schon ein gutes. Das ist schon ein gutes und da kann man schon mit arbeiten und der gute Reno vorne ist auch mit einer 12 hier ganz gut dabei. Güfalsson baut ein bisschen ab. Ja, Wright hat hier eine 10. Dem muss man auch eine Chance geben mal, ne? Aber ich bringe jetzt mal wieder Poyampalo. Moment. Jetzt habe ich Johannessen. Wo habe ich den denn jetzt her? Lass mal nochmal los. Poyampalo werde ich jetzt nochmal mitnehmen. Und Bright bleibt mal draußen. Und Poyampalo möchte ich jetzt auch nochmal von Anfang an aufstellen. Weil er ist eigentlich ein Stammspieler von uns. So, dann haben wir Folgendes noch. Dann wollte ich mal Nietzscham. Tja. Es ist alles schwierig geworden. Ja, Kramer hat jetzt hier eine 14. Den müssen wir auch mal bringen. Lars Bender hat da jetzt nur eine 12. Und Kevin Prince Boateng werde ich jetzt mitnehmen. Wartet mal, ich bin gleich wieder da. Ich habe hier so ein bisschen Problem. So, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt Kevin Prince Boateng mal von Anfang an spielen lassen. Ganz einfach. Ach so, hier den Hannessen muss ich wieder mit reinbringen. So, da bin ich. So, jetzt habe ich die Mannschaft stehen. Dann schauen wir uns nochmal den Gegner an. Die Streichtruppe ist ja immer für eine Überraschung gut. Stehen im Moment nur auf 11. Aber unterschätzen möchte ich sie hier an der Stelle nicht, ne? Auf keinen Fall. So. Auf jeden Fall hier Mitroglou. Den müssen wir sonderbewachen. Das ist auch Fieto. Das sind zwei Hammerstürmer schon wieder, die da vorne aufgeboten sind. Dann Sergio Roberto, der, glaube ich, in Barcelona früher gespielt hat. Also in der Abwehr haben sie ein paar Apparate. Kolasinac, Bornheuer, im Tor Baumann, Hedenstedt auf rechts. Also die haben schon eine ganz gute Truppe zusammen. Das wird also kein Zuckerschlecken hier. Und dann freue ich mich gleich aufs Spiel. So, liebe Fußballfreunde, jetzt werde ich euch nochmal die Mannschaft, weil ich hatte, von irgendjemand hatte ich gelesen, dass ihr das gut findet, dass ich das so gemacht habe mal. Also Oliver Baumann, der hatte bis jetzt folgende Station, war nur in Freiburg. Dann haben wir einen guten Kolasinac, der ja von Schalke hier in meinem Let's Play nach Gladbach gegangen ist, hat dort 3 Jahre gespielt, hat 80 Spiele gemacht, kein Tor und jetzt ist er seit 159 Spielen hier beim SC Freiburg, einer der Säulen in der Mannschaft. Dann haben wir den guten Dustin Bomheuer, auch einst Gladbach, auch einst Schalke, also da verbindet ihm so ein bisschen was mit Kolasinac, 36 Spiele jetzt im Verein. Dann haben wir den Carlos Augusto Zambrano, vorher Eintracht Frankfurt und ganz früher Pauli und Schalke. Also Schalke scheint irgendwie bei allen mit drinne zu sein. Johan Hassel, das ist jetzt ein Mann, den ich persönlich noch nicht kenne. Guck gerade mal, wie alt er ist, 28 Jahre. Okay. Dann haben wir noch den guten Antonio Royo. 26 Jahre, kommt vom CF Barcelona oder FC Barcelona. Sergio Roberto, auch ehemals Barcelona. Weitere Stationen waren Benfica, Atletico Madrid, PSV Eindhoven und jetzt seit 63 Spielen in Freiburg. In Freiburg, genau. Wladimir Darida, der ist jetzt wie alt? Spielmacher seines Zeichens. 32, also auch schon jetzt in die Jahre gekommen. Kommt vom Pilsen. Und dann haben wir noch den guten Vega Egen Hedenstedt. Und der ist jetzt wie alt? 31.
Und dann haben wir noch den Luciano Fietto mit 28 Jahren, ganz interessanter Mann von Avellaneda. Ich glaube, das ist ein argentinischer Verein. Ja, genau. Und dann haben wir noch unseren Konstantinos Mitroglou. Jetzt auch schon 34 Jahre, aber das ist ein torgefährlicher Mann. Und wir sehen, er hat ja 121 Spiele in Freiburg gespielt und 65 Tore. Das ist schon eine ganz gute Quote, muss ich sagen. Das kann sich schon sehen lassen. War vorher in Bayer Leverkusen, hat dort 26 Spiele und 6 Tore. Davor in Gladbach, davor Pareus. Ja. Also, ein Mann, der recht gefährlich ist. Nationalelf hat er 73 Spiele, 2 Tore, da ist er nicht so erfolgreich unterwegs. Und ja, das ist so die Mannschaft, gegen die wir heute spielen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel und habt viel Spaß. Das war unser Kopf für Freiburg, dankeschön. Wir gucken natürlich da wie ebenfalls. Das Trainerteam, der FC Freiburg, mit dem Trainer. Ja, so auf geht's jetzt hier in das Spiel, in den sechsten Spieltag gegen SC Freiburg. Wir haben ja jetzt eine gute Position wieder, eine gute Ausgangsposition für die Meisterschaft. Und da ist Poyampalo, der Danger. Und? Ja, da kommt Freiburg das erste Mal ins Schwimmen. Und Poyampalo hat das nicht so ganz registrieren können für sich, was er da für eine Riesenchance auf einmal bekam. Das war dann doch überraschend. Mehr aus einem Fehler. Aber jetzt eine recht gute Chance hier für Mitroglou. Oh, na, müssen wir Brinkis Danke sagen. Ja, das ist auch ein Comeback, wo ich sage, das könnte ich schon fast heute in die Folge reinnehmen. Also, dass dieser Mann, der einst in der dritten Liga für uns aufgelaufen ist, jetzt hier auch wieder aufgrund einer Verletzung Stammtorwart geworden ist, das ist eine schöne Geschichte. Wirklich eine schöne Geschichte. Aber das war eine recht große Chance. Also hier hätte es Freiburg jetzt tatsächlich verdient gehabt, in Führung zu gehen. Unsere Chance war ja eher zufällig entstanden von Poyampalo. Und jetzt Ronny Marcos. Legt nochmal auf Borswick Jackson zurück. Aber jetzt ein wunderschöner Pass in den freien Lauf auf Marcos. Der Ball kommt hoch rein. Aber Freiburg kann erstmal Schlimmeres verhindern. Jetzt auf Borswick. Verliert den Ball. Und es gibt wieder Konterchance für Freiburg. Aber hier hat die hoch aufgerückte Abwehr von mir das Abseits erzwungen. Insofern keine Gefahr. Hassel. Eben hat man ja noch vorgestellt. Fietto, ganz gefährlicher Mann. Und Mitroglou. Jetzt schon mit der zweiten Großchance. Der Mann ist wirklich gefährlich, obwohl er jetzt schon in die Jahre gekommen ist, aber immer noch ein ganz gefährlicher Torjäger hier für Freiburg, die dieses Jahr oder diese Saison so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben. Wieder Mitroglou. Roberto. Und Boateng, der, wie gesagt, sehr sauer war, dass ich ihn im letzten Spiel gegen seinen Bruder nicht aufgestellt hatte. Und ja, er hat heute der Sache das zu verdanken, dass er im Team ist. Das war abseits, dass einer von euch Abonnenten mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass er eigentlich ein bisschen mehr Ehre verdient hat, da er ja im letzten Jahr wirklich hier mit allerhöchsten Einsatz gespielt hat. Und dass er nochmal sich bereit erklärt hat, da stand ja noch nicht fest, dass Aftecay kommen wird, hier aufzulaufen. Also das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen und habe mich dann dazu hinreißen lassen, ihn heute von Anfang an aufzustellen. Ich bin gespannt, ob er hier gegen Freiburg in der Lage ist, wieder seinen Stempel wie in der letzten Saison aufzudrücken. Zutrauen tue ich ihm das auf alle Fälle noch.
Da ist Boateng und da ist Danger. Und das war jetzt mal ein guter Schuss. Aber für Baumann, der hier sehr zentral im Tor stand, war das kein größeres Problem. Boswick. Und jetzt wieder Ronny Markus auf links. Ja, legt den Ball lieber nochmal zurück auf Boswick. Und jetzt Boateng mit dem Auge für Boswick. Der Ball kommt auf Gylfason. Und das ist das, was ich bei Gylfason so ein bisschen in Abrede stelle. Er muss seine Chancen einfach besser verwerten. Ich meine, dass er sich Chancen erkämpft, ist auf der einen Seite erstmal gut. Und jetzt Kevin Prince. Danger. Ja, ich nenne ihn jetzt einfach Danger. Das ist ja sein Spitzname. Den wolltet ihr ja haben für ihn. War, glaube ich, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, die drei Tore, die er in dieser Saison, glaube ich, erzielt hat für Bayer Leverkusen, wo er jetzt aktuell spielt. Ja, gleich haben wir eine halbe Stunde rum und es ist so ein Hin und Her. Also jede Mannschaft hat ihre Chancen, aber genutzt wurde bis jetzt keine. Und Brinkis hinten, Fritte Brinkis, bisher ein sehr solider Part. Was heißt solide? Da tue ich ihn ja sogar Unrecht mit. Also ein guter Part. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Vorteil für uns. Nein, jetzt pfeift er ab. Aber das, nee, er pfeift nicht ab. Das ist abseits, was er pfeift. Ja, da weiß ich nicht, ob er uns damit einen Gefallen getan hat. Das war eigentlich ein Foul gegen unseren Spieler. Hätte er eigentlich pfeifen müssen. Mitroglou. Aber Brinkis, Fritte Brinkis ist auf dem Posten. Bewahrt hier absolut Ruhe. Gibt auch der Hintermannschaft hier viel Ruhe. Ich hatte mir mehr Sorgen gemacht beim Ausfall von Vlachodimos, dass wir da größere Schwierigkeiten kriegen könnten. Weil ich war mir nicht sicher, ob Fritte Brinkis jetzt für die erste Liga auf dem Niveau die Qualität bringt. Aber im Moment muss man ihm das attestieren. Und da ist wieder Kevin Prince. Danger. Danger kommt vorbei. Und es gibt Freistoß. Und das macht natürlich kein anderer als Ronny Markus bei uns. Aber der Keeper Baumer macht auch einen sicheren Eindruck. Lässt hier wenig zu. War, glaube ich, am Anfang ein bisschen mitbeteiligt bei der Chance für Danger, aber was er jetzt zuletzt abgeliefert hat, war sehr, sehr gut. Da ist Danger. Oh, schöner Pass hier auf Boswick. Nein, abseits. Ja, es wäre heute mal wichtig in dem Spiel gegen Freiburg, die Freiburger mögen es mir verzeihen, heute mal einen Sieg, einen klaren Sieg zu landen, weil dann würden wir in den oberen Regionen, Tabellenregionen gefestigt und hätten die Tabellenspitze im Visier und Freiburg wäre es natürlich schlimm, wenn sie heute verlieren würden, aber so wäre es mir am liebsten. Aber Freiburg kommt. Und das war faul. Und das war faul von Ronny Markus. Das muss man dem Schiedsrichter zugestehen, bis jetzt pfeift er gut. Bayer Leverkusen 04 geht durch Putz, der ja, glaube ich, auch mal von euch genannt wurde, dass ich ihn verpflichten sollte. Weil wir ja, wie gesagt, eine Sturmkrise haben, aber trotz Sturmkrise sind wir auf Position 3. Also ich finde, das ist alles noch im Rahmen. Und lasst erstmal Patrick Weihrauch wieder gesund werden. Gibt ihm noch ein bisschen Zeit. Ich glaube nach wie vor, dass er wieder zur alten Verfassung auflaufen kann. Und wenn er das erreicht, und das hat er ja schon in seiner Karriere mehrfach bewiesen, der Patrick, dass er das kann, dann Gnade Gott den Gegner. Und da baue ich noch drauf, weil vom Alter her ist er noch nicht so alt, dass wir da jetzt nicht drauf hoffen dürften. Vierto. Und Mitroglou setzt sich durch im Zweikampf, abgelegt auf Roberto und
Der Schussversuch ging einige Meter am Tor vorbei, da hat sich Brinkis überhaupt keine Mühe gemacht. Und jetzt Abstoß von Fritte Brinkis und gleiches Halbzeit. Schön weitergeleitet auf Boateng. Der nimmt außen Salz mit, der ja auch sich toll hereingespielt hat in die Mannschaft. Und da ist Danger. 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 Setz nach. Güfalsson. 1:0. Haidar macht endlich ernst. Und Danger hier hatte schon guten Ansatz, aber dann ist Güfalsson da, wo ein Stürmer sein muss. Und wir gehen vor der Pause, und das ist ein guter Zeitpunkt, 1:0 in Führung. Das kann sich sehen lassen. Okay. Dann gucken wir uns mal an, ob ein Spieler angeschlagen ist oder so. Nö. Sieht eigentlich ganz gut aus, sodass wir mit der Mannschaft eigentlich so in die zweite Hälfte gehen können. Hier ist alles soweit in Ordnung. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding, sage ich jetzt. Aber das Danger und Güfalsson von vorne noch jetzt ein bisschen für mehr Gefahr noch sorgen. Und Kevin Prinz macht eigentlich eine ganz gute Partie. Hat er sich auch verdient. Habt ihr schon recht. Na, ich werde euch heute noch dieses Video hochladen. Also heute ist dann der 15. Oktober. Also ihr seht, ich sende live fast für euch. Ich habe gesehen, The Journey ist am Anfang noch nicht so gut aufgenommen worden von euch, weil der Story-Modus ist natürlich schon oft gesehen bei anderen YouTubern und da ist das nichts Neues mehr und da passiert ja auch noch nicht so viel. Aber jetzt Kevin Prinz. Deswegen, ich glaube, das wird für euch dann eher spannender. Und da ist Kevin Prinz und er macht sogar sein Tor. Unser Kevin Prinz Boateng zeigt nach wie vor, dass er die Klasse hat und er ist auch heute unser Kapitän. Ja, ich denke mir, ich muss mich so ein bisschen mit ihm und mit Aftejai diese Saison arrangieren. Ihr habt schon recht, ich kann Kevin Prinz aufgrund der tadellosen Leistung im letzten Jahr, wo er sich so reingehauen hat, kann ich ihn nicht auf die Ersatzbank verbannen. Da habt ihr schon recht und er dankt es mir ja heute mit einem 2:0. Jetzt ist das Ergebnis schon stabiler. Bin gespannt, wie Aftejai jetzt mit der Rolle umgehen wird. Ja, wie gesagt, ich denke dann spätestens, wenn spätestens wenn ich dann bei The Journey die richtigen Spieler habe, wenn dann dieses Vorgeplänkel alles vorbei ist, denke, dann wird es auch für euch interessanter. FIFA 17 mit Sheffield United, denke ich mir, ist ein schönes Programm. Da habe ich auch schon gehört von euch. Meine Tollpatschigkeit. Ja, ich bin da natürlich kein guter FIFA-Spieler, das muss ich natürlich zugeben. Aber ich gebe mir Mühe. Und da ist Danger. Oh, schöne Aktion und schöner Nachschuss hier von Güfalsson. Also Haidar macht jetzt seinen dritten Treffer. Der straft mich gerade Lügen, denn ich hatte ja eingangs noch von ihm gesagt, dass das ja viele Chancen liegen lässt. Aber jetzt heute, zweiter Treffer von Güfalsson, das kann sich durchaus sehen lassen. Und Boateng hat auch getroffen, also tadellose Leistung. Jetzt 3:0 ist jetzt doch das Ergebnis, was ich mir gewünscht habe für heute. Wenn nicht Freiburg noch zurückkommt. Brinkis macht das hier ganz clever. Wir können jetzt auch ein bisschen den Einsatz runterfahren. Ist noch nicht mehr ganz so hoch. Und ein bisschen Kraft sparen. Freiburger versinken so ein bisschen in der Breite, würde ich mal sagen. Da ist nicht viel Direktzug zum Tor. Jetzt hier mit Roglu, aber das sieht dann eher harmlos aus. Die Chancen am Anfang des Spiels waren groß für
Freiburg. Wenn sie da getroffen hätten, da hätte das Spiel anders laufen können. Jetzt kommt Rojo geht raus und Marco Fabian kommt rein. Können wir gleich mal gucken, auf welcher Position er da eingesetzt wird. Ich will gleich auch mal auswechseln. Einen kleinen Augenblick will ich noch warten. Giffaldson holt sich immer die Bälle weit hinten. Das ist auch so eine typische Art von ihm. Kevin Prinz legt den Ball nochmal hier auf Kevin Seitz zurück. Kramer. Giffaldson. Ja, ich denke, jetzt tausche ich aus. So, wen können wir denn rausnehmen? Ja. Sind eigentlich alle gut dabei, ne? Ich lasse mal noch ein bisschen laufen, weil das sieht eigentlich recht gut aus. Es gibt eigentlich keinen Grund, hier auszuwechseln. Schöne Aktion. Also er holt die Bälle hinten und marschiert dann immer schnurstracks Richtung Tor. Das ist so seine Art zu spielen. Das ist natürlich eine Art, wo du nicht gegen jede Mannschaft erfolgreich sein kannst. So, Fieto geht jetzt raus und Abdul Kadir kommt rein. Ich will aber trotzdem mal gucken, wo die jetzt alle spielen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht auswechseln muss. Gucken wir uns nochmal an. Abdul Kadir ist jetzt eingesetzt. Hier als Halbstürmer. Und dann glaube ich, Marco Fabian war das, glaube ich, hier. Ist jetzt hier im linken Mittelfeld eingesetzt. Aber das sieht alles sehr, sehr stabil aus bei meiner Mannschaft. Ich kann den Einsatz sogar noch ein bisschen runterfahren, denke ich mir. Schön von Borswick den Ball erkämpft. Jetzt kommen sie mal von außen. Aber Kramer ist schon da. Harry. Kevin. Und Giffaldson wieder von hinten holt er sich den Ball. Und dann kommt Kevin nachgesetzt. Und auf Danger. Aber leider abseits. So, ich werde jetzt doch nochmal auswechseln. Und zwar werde ich jetzt für Kevin Seitz. Werde ich mal den... Ja, für Borswick werde ich mal Julian Neu reinbringen. Und Tunis werde ich jetzt hier mal bringen. Und dann lassen wir es mal gut sein. Zwei Einwechslungen reichen. Danger möchte ich hier durchspielen lassen, wenn es geht. Vielleicht kriegt er ja noch eine Chance und macht noch ein Tor. Und Freiburg wechselt auch nochmal aus, wie ich sehe. Hier kommt Julian. Und da ist Tunis. Ja, Tunis guckt gerade ein bisschen grimmig, habe ich gesehen. Er ist jetzt nicht so erfreut, dass er heute auf der Bank war. Aber es war ja euer Wunsch und dem bin ich hier nachgekommen. Ja, und da ist der Anschlusstreffer. Da hat Foto Brinkis Hedenstadt macht hier das Tor und die Vorlage kam von Fabian, der neu eingewechselt wurde. Aber das Tor kommt natürlich sehr spät und wird uns jetzt hier keine Gefahr für dieses Spiel mehr bringen, denke ich mir. Freiburg setzt nochmal nach, wie ich das sehe.
Kramer hier. Taktisches Foul. Ja, das war nochmal knapp. Also sie versuchen es nochmal. Sie schmeißen nochmal alles nach vorne. Das ist der neue Mann. Laps. Aber Ronny erstmal den Ball beruhigt. Von jetzt über Julian Neu. Kevin Prince Boateng. Danger holt sich den Ball da ganz gut, aber dann ist der Ball erstmal wieder abgefangen und Abdul Kadir versucht hier Ruhe ins Spiel zu bringen. Aber passiert nicht mehr viel. Eine Minute noch, hier geht es nochmal Freistoß für uns und wir können nochmal einwechseln. Und zwar bringe ich jetzt nochmal Ole Fleck für ein paar Minuten auf den Platz. Ich weiß nicht, ob es noch dazu kommt, aber wir probieren es nochmal. Erst aber der Freistoß. Ich glaube, der kommt nicht mehr zum Einsatz. Ja, Freiburg nochmal aggressiv in den Zweikampf. Fleck kam nicht mehr zum Einsatz heute. Wir gewinnen, wir sehen uns gleich im Nachbericht. Und da sind wir beim Nachbericht. Bester Mann war hier Oliver Baumann bei Freiburg und bei uns war es Kevin Prince Boateng, der von euch gewünscht wurde. Und ja, er hat's gezahlt, er hat zurückgezahlt. Gucken wir uns die Ergebnisse an. Ja, wir sind jetzt punktgleich mit Schalke. Das ist eigentlich das, was ich mir nach dem sechsten Spieltag gewünscht habe, dass wir da oben wieder den Anschluss haben. Das haben wir jetzt. Ja, unser Spiel haben wir gesehen. Dann Eintracht Frankfurt gewinnt 1:0 gegen Hoffenheim. Die Frankfurter jetzt im guten Mittelfeld mit Tendenz nach oben und Hoffenheim ja noch auf Platz 4, aber im Moment rutschen sie ab von 1 auf 4. Das ist also erstmal kleiner Rutsch nach unten für den Aufsteiger, aber trotzdem eine passable Anfangsphase hier für Hoffenheim. Fortuna Düsseldorf verliert zu Hause 0:1 gegen Wolfsburg. Düsseldorf war natürlich, wie erwartet, im Tabellenkeller und die Wolfsburger vielleicht mal mit einer besseren Saison. Im Moment mit der Tendenz nach oben stehen sie auf Rang 7. Bremen 2:1 gegen Nürnberg. Die Bremer stehen auf 8, auch mit der Tendenz nach oben, und die Nürnberger nicht weit dahinter, sind aber jetzt vom 5. auf den 9. Platz runtergefallen. Das wird sie erstmal so ein bisschen durchrütteln. Hannover 96 gewinnt 3:0 gegen Eintracht Braunschweig. Das ist das Derby gewesen in Schleswig-Holstein, denke ich mir, ne? Und die Braunschweiger natürlich unten im Keller und Hannover im Moment so ein bisschen mit der Tendenz nach oben, steht auf Platz 13. Borussia Mönchengladbach verliert zu Hause 0:3 gegen Bayern München. Das war zu erwarten, dass die Bayern, die natürlich immer jedes Jahr sehr stark sind, aber Gladbach steht ja noch gut, also insofern können das beide Mannschaften ganz gut ab. Die Bayern freuen sich über den Sieg, die Gladbacher sind jetzt nicht riesen enttäuscht, können das gut verkraften. Leverkusen gewinnt 1:0 gegen den Hamburger SV. Und der Hamburger SV, der Aufsteiger, tut sich schwer am Anfang der Saison, wie man sieht. Und Leverkusen schon mal wieder in den internationalen Rängen. Stuttgart kriegt hier eine richtig derbe Niederlage zu Hause. 1:5 gegen Schalke 04. Die Stuttgarter stehen auf 12, sind von 6 auf 12 gefallen. Da kann es jetzt vielleicht eine Trainerdiskussion auslösen. Ich will mal gerade gucken, wer da aktuell Trainer ist beim VfB, das ist Jürgen Klopp. Ja, in meinem Let's Play ist Jürgen Klopp hier in Stuttgart und da wird er natürlich gefordert sein, aber ich denke, das wird er überstehen. Schalke natürlich jetzt an der Sonne und in Schalke ist Trainer Timo Pamminger.
Ich weiß jetzt nicht, was dieses LV12 bedeutet. Level. Achso, Level 12. Achtet auf den Charakter der Spieler. Also der macht da im Moment richtig gute Arbeit. Und im letzten Spiel trennen sich Borussia Dortmund zu Hause 3:0 gegen Mainz 05 und die Mainzer ganz unten. Da wird mit Sicherheit irgendwas auf den Trainer zukommen. Dort ist Gary Maxson der Trainer mit Level 7. Und in Dortmund ist aktuell hier Trainer, will ich auch nochmal gucken. Na. Mattia Marchetti mit Level 12. Bei ihm ist Disziplin ganz wichtig. Und ja, wir können nochmal ganz kurz bei der Dings gucken, wie die letzten Jahre verlaufen sind, bei der Historie. 7., 8., 6., 7., 10., 5., 5., 6., 5. Aus den glorreichen Jahren im Jahre 2011 und 2012 hat sich Dortmund so nach und nach verabschiedet. Das heißt, hier ist die Entwicklung nicht so, wie man sich das wünscht. Und da muss man abwarten, wie es in Zukunft weitergeht. Stimmen zum Spiel. Christian Streich, den größten Fehler, den wir jetzt machen konnten, wäre, die Schuld beim Trainer zu suchen. Also er versucht, sich hier selbst zu verteidigen. Güffelsson sagt, natürlich habe ich mich darüber gefreut, dass ich heute 2 Tore gemacht habe. Wir haben gute Stürmer in der Mannschaft. Ich würde mich auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, wenn noch ein weiterer Angreifer kommen sollte. Wenn wir so weitermachen wie heute, werden wir eine gute Saison spielen. Also Güffelsson spricht so ein bisschen das Sturmproblem an und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt ja auch schon neue Stürmer gefordert. Ich sehe das im Moment nicht so. Also ich sehe hier keinen Druck. Wir stehen wirklich in der Position 2 mit Schalke gleich, sodass wir jetzt nach 6 Spieltagen erstmal sagen können, der Saisonstart ist jetzt nicht misslungen. Und Patrick Weihrauch wird ja wiederkommen und Danger und Güffelsson haben heute eine gute Partie gespielt, wobei Güffelsson wirklich am Ende dann richtig herausragend gespielt hat. Und Danger hat seine Chancen jetzt nicht schlecht genutzt. Und wir haben ein tolles Team, ja, von Verteidigung über Mittelfeld bis in den Sturm. Der Sturm hat, wie gesagt, jetzt anfangs ein bisschen geschwächelt. Aber mal ganz ehrlich die Frage gestellt, was wäre denn, wenn der Sturm jetzt Normalform hätte? Dann hätten wir wahrscheinlich im Moment die Liga richtig im Griff und da soll die Konkurrenz mal drüber nachdenken. Also wir sind im Soll und müssen uns hier keine Sorgen machen. Spieltagsstatistik. Ja, Boateng von euch gewählt und er hat zurückgezahlt. Borswick auch hier mit in der Mannschaft der Woche. Also, beste Spieler. Robert Putz, wie alt ist der eigentlich? Man kann sich ja mal orientieren. 23, ja, der ist natürlich deutscher Nationalstürmer, ja, aber hier verletzungsanfällig, ne? Gelassenheit, sprachgebunden. Ich will mal gucken, wie es in anderen Ligen aussieht. Gehen wir mal nach Frankreich, oder Moment mal, fangen wir mal an in Österreich. Da haben wir Danny Allard, der hier ganz vorne postiert. Dann gehen wir mal nach Belgien. Nigel Neta. England. Benjamin Murdoch. Frankreich. Sebastian Haller, das war doch mal unser Spieler, den haben wir doch mal gehabt. Ach, das wäre doch mal eine Geschichte, oder? Gucken wir mal, wann er bei uns war. Da sehen wir es. Im Jahre 2017 haben wir ihn geholt und er hat 46 Spiele gemacht, 19 Tore. In der zweiten Mannschaft hat er 32 Spiele und 9 Tore gemacht. Wäre das ein Mann? Für uns nochmal. Spielt jetzt in der französischen Ligue 1.
Also da denke ich mal drüber nach. Da denke ich mal drüber nach. Ich widme aber diese Folge heute eigentlich, könnte man das mal Haidar in Form nennen, ne? Aber Sebastian Oller. Ja, ich weiß noch, da muss ich echt mal wieder in den Videos gucken. Das war schon eine tolle Zeit, wie er damals die Tore gemacht hat. Also, das ist ein Mann, den werde ich mir merken. Dann gucken wir nochmal weiter. Und ich möchte Kommentare von euch. Deutschland haben wir ja gesehen, Italien. Arte Rebic. Ja, und Frankreich, wie gesagt, er ist auf 1, Sebastian Oller. Also das wäre nochmal eine Überlegung wert. Und mit 28 Jahren ist er, ich will nochmal zurückgehen, ist er ja noch nicht alt. Guckt mal hier, Sebastian Oller. Karriere, was zeigt denn die Karriere an bei ihm? Durchschnittsnote 3, 13 Tore, gespielte Spiele 10, Stärke 75, ich glaube, das bezieht sich jetzt auf diese Saison, genau. Und das hier ist gelbe Karten. Spieler des Spiels war er zweimal. Und hier in der Zeit war er bei uns. Also er ist praktisch 2021 ist er wieder gegangen. Und wir sind ja jetzt in der Saison 22-23. Ne, sind wir doch. Ich guck gleich nochmal in die Tabelle. Nicht, dass ich euch da was Falsches sage. So, dann gehen wir nochmal nach Niederlande. Da ist der gute Luke Castagnos. Portugal. Da ist es Nelson Oliveira. Russland. Jonathan Cristaldo. In Schottland. David Fraser. Spanien. Neri Lopez. Aber der ist jetzt nicht von einem der Top-Clubs. 25 Jahre, spanischer Nationalspieler, interessant. In der Schweiz, da ist es Ruben, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme jetzt. Und dann haben wir noch Brasilien. Und da ist es Spadaccio oder Spadacchio, 21 Jahre. Oh, der hat ganz ordentliche Werte hier, Torriche 80. Also, das sollte mal so ein bisschen hier mal sein, um euch mal das einzuwerfen. Nächster Gegner, es geht nach Frankreich, nach Paris Saint-Germain. Das heißt, es ist wieder Champions League Time. Bester Spieler ist Lucas Digne. Und hier sehen wir, schießt die Freiburger ab. Güfalsson. Ja. Ja, wenn ich das natürlich als Folgendings nehme hier, als Titel, dann weiß ja jeder, was sofort los ist, ne? Okay, unsere Reserve spielt 0-0 gegen Siegen. Ich sage an der Stelle Tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, bester Torschütze ist hier Christophe Moreau mit 8 Treffern bei Paris Saint-Germain. Und ja, ich versuche heute noch die Folge hochzuladen und in der nächsten Folge wollte ich auch mal so ein bisschen die älteren Spieler nochmal euch zeigen. Das habt ihr ja euch auch gewünscht, aber heute bin ich erstmal einem Wunsch nachgekommen, dass ich Kevin Prince Boateng wiedergebracht habe. In diesem Sinne, ciao, euer Smeloni. Schönes Wochenende, schönen Samstag.